Weißt du, warum so ein riesenfettes Stück aus Metall und Plastik und was weiß ich, Teekannen, Sitzen, Stuhl dessen und so überhaupt fliegen kann? Hä? Weil der Weg der Luft über den Flügel länger ist als unten hindurch. Verstehst du? Der Wind kommt von vorne. Und weil dieser Flügel so gewölbt ist, ja, beschleunigt die Luft obenrum schneller als untenrum. Obwohl der Wind ja mit der gleichen Geschwindigkeit ankommt. Und deswegen entsteht so ein Sog. So. Deswegen fliegen wir. Ist doch voll geil, oder? Genauso ist es übrigens beim Segeln. Weißt du, das ist ja nicht so, dass wir nur segeln, weil der Wind von hinten so in das Segel reinbläst. Überhaupt nicht. Der Wind, der zieht das Segel so. Weil die Luft ja auch dran vorbeigeht. Und das erzeugt so einen Zug und dann... Das ist aber nur, wenn man gegen den Wind segelt. Genau. Man kann gegen den Wind segeln. Das ist doch voll cool, oder? Kannst du mich kurz mal in Ruhe lassen? Flugangst? Nee. So Angsterkrankungen, das sind alles verdrängte Erinnerungen. Die lösen so Panik aus, weißt du? Atemnot, Herzrasen. Und du denkst, dein ganzes Kreislaufsystem funktioniert nicht mehr. Dabei sind das alles verdrängte, traumatische Erinnerungen. Alles Bilder, Assoziationen. Und die fahren dann ganz unterbewusst dein Alarmsystem hoch. Mhm. Ja. Ich habe aber keine Flugangst. Glaubst du an Gott? Nein. Fernandes hat gesagt, du bist ein Mann Gottes. Ach so. Ja, nein, ich hab mal Theologie studiert, aber... Dann darfst du ja nicht mit Frauen schlafen. Was? Darfst du nicht mal berühren, oder? Also nicht mal so ein bisschen anfassen oder so ein bisschen tätscheln oder so, geht gar nicht, ne? Nein. Nein? Das geht überhaupt nicht, oder? Doch, doch, doch. Ich habe das ja nur studiert, okay? Also ich darf alles. Du darfst alles? Ja. Alles, worauf du Bock hast? Ja. Und du glaubst nicht an Gott? Nein. Geil. Glaubst du an Gott? Ja, klar. Bist du glücklich? Ich weiß nicht. Warum? Weil ich das nicht so einfach sagen kann. Bist du glücklich? Bist du glücklich? Klar, Mann. Richtig.